Heute ist ein neuer Tag. Ich bin wieder ein bisschen energiegeladen. Gestern Abend war ein bisschen heftig. Ich habe heute viel von Essen geträumt. Und wie geht's euch? Ja, sollen wir uns alle jetzt drei auf dem Sofa legen? Oh. Ja, nee, super, Alter. Ja, ne? Ich war gestern abends trainieren und ich war auch den ganzen Tag echt down. Ich habe so zu Hause meine Gräser geschnitten. Die muss man so abschneiden, wenn der Winter langsam vorbei ist. So voll, keine Ahnung, wie man das sagen soll. So voll kaputt. Neben der Spur so. Dann noch einen Baum ausgegraben. Aber dann abends Training, da kam so ein richtiger Schub. Das war richtig geil. Gar nicht mein Essen gedacht. Auch jetzt nicht. Essen ist echt vorbei. Ja. Ich glaube, echt Koffein hat uns gefickt. Jo, am Anfang auf jeden Fall. Und bei dir? Nee, jetzt auch noch Koffein. Aber mit Essen habe ich echt nicht das Problem gerade. Dass ich Hunger habe. Ist wahrscheinlich, dass so der Kopf ein bisschen brummt, das Koffeinmangel. Hatte ich schon mal gehabt, war ganz genauso. Und da habe ich nicht auf Essen verzichtet, sondern nur auf Koffein. Ja. Bei mir ist halt wirklich so, dass das am Anfang vom Tag immer gut ist, eigentlich gar nichts, so wie jetzt, und am Ende geht dann das Energielevel extrem runter irgendwie. Vielleicht, also bestimmt auch wegen Koffein, weil richtig, ich habe schon ein bisschen weniger als ihr, weil ihr die Monster immer getrunken habt, ne, und so, aber ich habe auch viel Kaffee getrunken. Das werde ich aber auch weitermachen. Ich habe mir gestern bei Instagram Kaffees angeguckt, Essen angeguckt, Junge, 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 und dann habe ich von Essen geträumt. Naja, ich egal. Ich glaube, das wird die erste Renovierung sein, wo wir vielleicht einen Mittagsschlaf machen. Wir sind auf jeden Fall jetzt auch auf dem Weg zu unserer nächsten Renovierung. Also die hat schon angefangen und das geht jetzt weiter. Da stehen die Sachen. Da begleiten wir euch jetzt. Wie man renoviert, wenn man 4 Tage nichts isst. Habe ich gesagt, da begleiten wir euch jetzt? Ja, ne? Kopf kaputt. Ja, das kann echt sein, dass so ein paar Artikulationen, heißt das so? Dass wir uns nicht so richtig artikulieren können, weil der Kopf spielt nicht 100% mit. Auf jeden Fall erstmal einrollen von unten lassen. Der Thomas war gerade bezahlen in der Tankstelle und er war gleichzeitig auch im Garten Eden. Ja, Garten Eden, du sagst das wegen den Sachen, die da rumstehen, aber das war wirklich der Garten Eden, weil das hat noch nie dir jemand in der Tankstelle angeboten, was der mir gerade angeboten hat. Hat er mir gesagt, noch einen Kaffee aufs Haus? Laber keine Scheiße, Alter. Was ich kenne den Typen gut. Ich glaube, das ist so eine Familientankstelle, glaube ich, weil die wohnen direkt daneben. Und den Typen, den kenne ich gut. Und den schon ab und zu mal so ein bisschen Smalltalk gehalten, wenn ich da gezahlt habe. Ja, vielleicht weiß er das ja. Sag ich den? Nee. Dritten Tag am Fasten. Was hat er gesagt? So, Karneval hat noch gar nicht angefangen. Nö, hat er gesagt, kenne ich. Jetzt alles hochtragen und dann machen wir einen Plan. Hätte ich mit hochtragen. Die letzte Sache tragen die beiden noch. Ist halt nicht die erste Etage hier. Ne? Das ist drittes OG. Läuft. Du musst nicht mehr runter. Ne? Aber du kannst gerne noch einmal runterlaufen. Einmal zeigen, wie weit das ist. Wir mit unseren leeren Mägen. Ist das Auto schon zu? Jo. Ja, perfekt. Ich bin gerade wieder richtig fit, ne? Von der Lauferei, ohne Witz, ich bin gerade so richtig fit. Ja, bis Ketokörper ausschütten jetzt gerade. Ja, dein Körper denkt, du hast jetzt ein Tier gefangen durch die Anstrengung und freut sich auf die Nahrung, aber gibt keine Nahrung, gibt nur gar Acker. Ja, ein Tier abschließend Fehlschuss. Ja. Der Pfeil ist daneben gegangen. Wir haben uns vorgenommen, hier alles so weit fertig zu machen, dass wir morgen nur noch hier sprühen und einen Abflug machen. Das heißt, wir verfugen hier. Was noch? Sprühen, ja. Dann alles hier sauber machen und dann machen wir einen Abflug. Ja. Also hier der Boden muss freigemacht werden. Ne? Das wollten wir da auch noch machen. Ne? Ja. Und was heute noch, außer da verfugen? Abkleben, Türzagen bei Ah ja. Machen. Schleifen die Türzagen. Boah, doch, schleif die einmal alle über. Ja? Ja, zumindest mal die 1, 2, 3 ist ja nicht mehr. Und die im Bad. Ein bisschen Katastrophe mit Sprühen halt, ne? Ich glaube, die kleben wir komplett ab und wir pinseln die so. Und das wird auch vorne. Das wird auch richtig. Mit der Haustür zusammen. Mit der Haustür zusammen, beim nächsten Mal. Eduard, das wird auch richtig Katastrophe mit dem Beiarbeiten, ne? Da fehlt halt ein komplettes Stück, ist da raus. Aber das ist vorhanden. Das ist vorhanden. Das ist noch vorhanden. Nee, ich mach das alles. Das kriege ich gut und hier ist das Stück. Ja. Das mache ich, das ist ja nur Bad, Alter. Ja. Ich arbeite da so gut bei, baue das hier ab.
Und die streichen wir dann von Hand. Oh, hier ist jetzt das erste Mal drauf geschmiert, das Fugenmaterial. Jetzt nochmal abschmieren und dann ist es das gewesen da drin. Was machen wir dann? Oh. Dann legen wir alles da dran, dass wir heute noch sprühen. Nein. Heute noch sprühen, Alter. Das schaffen wir nicht. Der Boden abgeklebt. Der Boden abgeklebt. Und dann wird die Decke tapeziert. Wird Decke tapeziert und darfst du schon deine Lieblingsarbeit machen. Was denn, dabei fummeln oder was? Da? Was? Das ist doch dein Ding. Kannst du auch Rohrstoppen in die Türen stecken. Nee, kriegen wir hin. Rohrstoppen natürlich. Was? Stecken da auch Rohrstopfen rein, wo die Scharniere rein? Ja. Da kommt der dicke Teil von der Schule, die an die Hälfte reißt. Ohrtoppen in die Türen decken. Hier habe ich keine Ohrstoppen drin, hier habe ich noch die Dinger drin. Also, guck, hast du die da reingedeckt? Habe ich da reingedeckt? Ja. Guck mal, du hast da reingedeckt. Ja, auch die Idee muss erstmal kommen, Junge. Perfekt. Zu dem Haus, was wir kaufen wollten, das haben der Thomas und ich ja gestern mal ganz kurz angeschnitten. Da haben wir jetzt die aktuellen Zinsen bekommen. Die Zinsen sind eigentlich einigermaßen vertretbar, aber wir müssen noch was an der Tilgung machen, weil sonst wird das nichts mit dem Haus. Hä? Oder was am Zins? Das wäre natürlich noch besser. Oder darf, einfach die Gesamt. Es darf insgesamt nicht mehr wie 5,5 sein. Ende. Fertig. Schluss, aus, vorbei, die Maus. Insgesamt, Gesamtannuität 5,5%. Mehr darf es ja nicht sein. Oder auf die Summe, die wir jetzt haben, müssen die dann doch noch runtergehen. Ja, ja. Dass wir die Summe hinkriegen. Ja. Das wird nicht einfach sein. Das wird auf jeden Fall was. Wir haben jetzt einen Plan gemacht. Wir versuchen, die Wohnung heute schon fertig zu machen. Und zwar fangen wir direkt an zu sprühen. Ja. Welche Zimmer? Alle bis auf Küche und Bad. Und dann... Wolltest du, dass ich die Zimmer aufzähle oder die schnellere Variante sage? Nee, es ist okay. Wir sprühen das. Das? Das hier und das. Und dann fummeln wir hier ein bisschen noch in der Küche bei, dann ist das auch ein bisschen abgetrocknet da und... Da muss man ein bisschen beifummeln mit dem ja. Zeug, ne Mike, was sagst du? Was denn? Da muss man ein bisschen die Baugips beifummeln. Das da? Ja. Zwischen den Rohren und das mal... Ja, aber Baugips ist ja auch echt schnell, also... Deswegen, meine ich ja, da muss brutal man... Schnell, da muss schnell man ein bisschen beifummeln. Baugips, Druff da und sprühen. Weil das halt alles hier sowieso grenzwertig in der Wohnung. Und dann kann man auch grenzwertig weiterarbeiten. Wir sind jetzt mit allem durch. Wir sind alle gut fertig gewesen beim Runtertragen. Das war doch ganz schön viel. Die Karre ist wieder komplett voll geworden. Aber wir haben es jetzt geschafft. Was machen wir beim nächsten Mal? Ja, viel krasser ist auch, wir haben eigentlich geplant, morgen bis 4, 5 Uhr hier zu sein. Achso, ja. Und wir haben jetzt 7:30 am ersten Tag. Jo. Das ist super. Ja, das ist perfekt. Hat alles super geklappt. Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht essen. Und keine Pausen gemacht haben. Ja, nur Wasser. Wir haben heute wirklich vielleicht 5 oder 10 Minuten Pause gemacht. 5 oder 10 Minuten Pause und nur Wasser gesoffen, die letzten 3 Tage. Ja, vielleicht nicht so 100% konzentriert gearbeitet, aber eigentlich ging es. Doch, ich muss sagen, es ging. Ja, wir haben die ganze Zeit, unser Körper hat die ganze Zeit gedacht, fangen Fisch. Ja, aber jetzt vielleicht für alle Leute, die dann schreiben, wie macht ihr das hier, das ist doch Katastrophe, die Arbeit. Und das ist hier nicht 100%, aber das hat halt...
Das ist wirklich die Wohnung, wo wir am meisten Smart Repair gemacht haben bis jetzt. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich auch an den Vormietern, weil die uns echt ein paar tausend Euro gekostet haben. Ne? Ja. Dann ist es schwer, wieder noch mehr Geld reinzustecken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber die wird am Ende trotzdem schön aussehen. 100%. Ja, und keine Ahnung, hier allein, das ist schon ein kleiner Mehrwert, Mann, für diese Wohnung. Ne, wie das hier vorher aussah. Jo, noch schön den Sockel dann. Ja. Ja, aber das war es jetzt auf jeden Fall. Wir müssen morgen auch noch ein Video machen, ne? Vierten Tag Fasten, ne? Ach so, jo, das können wir ja machen. Dann starten wir morgen beim Training wieder. Ja, ja. Ja. Wer geht zuerst trainieren? Du? Ich rufe gleich Adrian an, frag, wann der kann und dann klären wir das. Ich würde gerne als Zweiter gehen. Ich auch. Wir können ja auch einfach um 10 anfangen. Sind wir auch? Ja, ich würde sagen, wir pennen morgen einfach jeder aus. Ja. Und, oder wenn man eine Zeit und dann kommen wir auch. Ich würde schon sagen 9 Uhr. Also wenn Thomas sagt, der kann ein bisschen später 9 Uhr, perfekt trainieren. Kinder 8 Uhr zur Schule, dann kann ich auch 8 Uhr trainieren, wenn Adrian kann. Kann sein, dass er eine halbe Stunde später kommt, aber... Ja, sondern wir lagen morgen 9 Uhr da, wir beide ja, ne? Ja, dann aber, gucken wir, wenn aber, die beiden fertig sind, ja, sonst ja, machen wir auch noch. 9 Uhr da fahren, auf jeden Fall. Das machen wir was anderes, sonst gleich das Auto schon mal aus. Nee, nee, 100% kann man was anderes. 9 Uhr machen wir morgen. Jo. 9 Uhr Training. Ich komme wahrscheinlich ein bisschen früher, wenn ich aufstehe, einfach dann, ich stelle mir keinen Wecker. Und ihr seid auch dabei. Ja, genau, 100%. Also, das war's mit dem Video. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut und seid fleißig. 100%.